23. Juli 2018, 13.23 Uhr für Jannik Hanfmann ist das Turnier in Gstaad bereits beendet. Vorjahresfinalist Jannik Hanfmann ist beim ATP-Tennisturnier in Gstaad in der ersten Runde ausgeschieden. Der 26-Jährige aus Karlsruhe verlor am Montag knapp mit 6 zu 3, 3 zu 6, 6 zu 7, 4 zu 7 gegen Jürgen Zopp aus Estland. Nach 2 Uhr 9 Stunden stand Hanfmanns Niederlage im Duell zweier Qualifikanten fest. Zopp trifft nun auf den Italiener Fabio Fognini, gegen den Hanfmann vor einem Jahr im Endspiel des Sandplatzturniers den kürzeren gezogen hatte. Der Weltranglisten -99. Hanfmann war diesmal einziger deutscher Teilnehmer in Gstaad.